Hey, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Du kommst da eh nicht raus. Da bin ich auf Nummer sicher gegangen. Na, wunderst du dich, wo du gerade bist? Oder wie du hierher gekommen bist? Du siehst so schockiert aus. Das habe ich gar nicht erwartet. Immerhin hast du dich mit deinem Handeln doch gerade selbst in diese Situation gebracht. Ja, ich habe dich beobachtet. Schon eine ganze Weile. Seit du angefangen hast, nach Vampiren zu suchen. Oh, tut mir leid, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Muss ich das überhaupt noch? Du kannst es dir bestimmt schon denken, oder? Kein Mensch hätte dich in diese Situation bringen können. Kein Mensch hätte dich so schnell verschwinden lassen, wie ich es habe. Ja, du liegst richtig. Ich bin ein Vampir. Glaubst du mir nicht? Muss ich es dir beweisen? Willst du, dass ich es dir beweise? Ich sehe, dass du mir nicht glaubst und ich sehe, dass du Angst hast. Was ist, wenn ich die Wahrheit sage? Was ist, wenn ich wirklich ein Vampir bin? Was bedeutet das jetzt für dich? Ich kann dir sagen, was das für dich bedeutet. Nämlich genau das, was jetzt mit dir passieren wird. Du bist hier, weil du es richtig provoziert hast, hierher zu kommen. Du hast die ganze Zeit nach Vampiren gesucht. Du hast das Internet durchstöbert. Du hast dir alte Mythenvideos angeschaut. Extra nur, um mehr über Vampire herauszufinden. Du hast ganze Artikel über Vampire gelesen. Du hast Vampirfilme gesehen. Und du hast die Vampirbücher gekauft. Und doch hast du keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Du bist hier, weil du es sowieso nicht anders haben wolltest. Auch wenn du selber lieber ein Vampir werden würdest, habe ich mir für dich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Du wirst nämlich hier die nächsten paar Jahre wohnen. Als mein Haustier. Mein unfreiwilliger Blutspender. Ich habe nämlich auch etwas über dich gelesen und ein bisschen recherchiert. Du hast eine ganz besondere Geschmacksrichtung. Ich meine natürlich Blutgruppe. Aus dem Grund bist du hier, weil du nämlich unglaublich gut schmeckst. Oh, ich kann schon richtig riechen. Oh ja. Oh, der erste Biss ist immer am besten. Es ist, als würde man eine neue Süßigkeit ausprobieren, von der man ungefähr weiß, wie sie schmeckt. Aber jedes Mal schmeckt sie doch etwas anders, aber immer sehr, sehr gut. Weißt du, das sieht jetzt für dich vielleicht etwas hoffnungslos aus, aber das soll es gar nicht sein, denn ich verspreche dir etwas. Sobald du dich daran gewöhnt hast, mein Blutsklave zu sein, werde ich dir Freiheiten einräumen und Geschenke machen. Du wirst Geschenke bekommen, die du dir ohne mich niemals ermöglichen könntest. Du wirst dir etwas wünschen können und ich werde dafür sorgen, dass du es bekommst. Egal was. Egal ob es Geld ist, ob es ein Auto ist, oder ob es eine Freundin ist.
Such dir jemanden aus und ich werde dafür sorgen, dass sie dich mehr will, als du sie. Oder ihn. Egal, was du willst. Ich werde dir den Wunsch wahr machen können. Aber das alles wird noch etwas dauern. Das wirst du alles noch nicht jetzt von mir bekommen. Ich sage dir das nur, damit du weißt, wofür du das alles machst. Wofür du das alles aushalten wirst. Es wird dir nämlich selbst von Nutzen sein. Auch wenn du es jetzt noch gar nicht glauben kannst. Du riechst so gut. Wie lecker. Ich kann mich nicht zurückhalten. Mach deinen Kopf ein wenig zur Seite, damit ich besser an den Hals dran komme. Richtig die Angst rausschmecken. Ich muss mich richtig zwingen zum Aufhören. So was Leckeres wie dich hatte ich schon lange nicht mehr. Wir werden noch sehr viel Spaß miteinander haben. Aber jetzt musst du dich ausruhen. Mach's dir bequem. Ich denke, ich habe dir ein gutes Bett herausgesucht. Dich aus und entspann dich. Hier wird dir niemand etwas antun.